Moin Leute und willkommen zu einem Video über Surround Sound. Ja, das Video hier wird zweigeteilt sein, das heißt, im ersten Teil der Theorie geht es darum, wie können die Ohren überhaupt Geräusche wahrnehmen? Das heißt, wie unterscheiden die Ohren zwischen Geräuschen von hinten links, hinten rechts oder vorne links und so weiter? Und im zweiten Teil, dem Praxisteil, gehen wir quasi dazu über, was machen Soundkarten wirklich? Wie können Soundkarten Headsets dazu benutzen, Surround zu emulieren? Und was muss ich alles einstellen, um die beste Surround-Ortung in Shootern zu haben, damit ich hingegen natürlich am besten hören kann? Ja, um diese ganzen Einstellungen nachher tätigen zu können, muss man erstmal die Theorie verstehen. Deswegen kommen wir jetzt zu der Theorie. Wie nimmt ein Ohr denn überhaupt Geräusche wahr und wodurch werden Richtungen bestimmt? Dazu habe ich hier mal ein paar Bilder vorbereitet. Man sieht hier quasi uns in der Mitte mit unseren beiden Ohren natürlich und eine beliebige Schallquelle von vorne links. Und jetzt gibt es zwei Phänomene, die wir betrachten müssen, und zwar einmal die Laufzeitunterschiede und die Pegelunterschiede. Also, und zwar das Signal von vorne links kommt natürlich erst beim linken Ohr an und dann beim rechten Ohr, weil das rechte Ohr eben weiter entfernt ist von der Schallquelle selber. Das ist der Laufzeitunterschied. Und jetzt kommt der Pegelunterschied, das heißt, das Signal, was rechts am rechten Ohr ankommt, das muss ja zuerst in unseren Kopf so ein bisschen rumwandern und wird dadurch leiser wahrgenommen und leicht verändertes Frequenzspektrum hat das auch noch. Das heißt, es klingt auch anders. Wie genau das anders klingt, werden wir gleich mal mit Beispielen hören. Zum Beispiel dieses abfahrende Motorrad hier. Hört mal genau hin und ihr könnt sofort sagen, wo das Motorrad startet und wo es natürlich hinfährt, in welche Richtung. Ja, bei Links-Rechts-Bewegungen haben wir auch immer noch den Doppler-Effekt, der da noch mit reinspielt. Sollte euch bekannt sein, zum Beispiel bei Polizeisirenen, wenn die an euch vorbeifahren, dass es dann plötzlich anders klingt, sobald die Polizei vor euch steht und dann weitergefahren ist. Das hört ihr auch in diesem Beispiel nochmal genauer. Ja, zusätzlich zu diesem Phänomen gibt es eben noch die Reflexionsmuster in einem Raum. Das heißt, angenommen, ihr findet euch in einem kleinen Zimmer und von vorne links kommt irgendein Geräusch, dann wird die Wand hinter euch das Geräusch reflektieren und ihr werdet es quasi nochmal aus der anderen Richtung leiser hören. Und diese Reflexion ist in Spielen zwar schwer zu berechnen, aber sie hilft extrem bei der Ortung. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Schlüssel fallen gelassen wird von irgendeiner Wache oder sowas in irgendeinem Rollenspiel, dann kann eine gute Soundkarte, also eine gute Spiele-Engine selber, den Sound berechnen und eben sagen, dass der so und so oft von der Wand hinter euch abprallt und dadurch die Ortung verbessern von Gegenständen, von Sounds und so weiter. Wenn wir das jetzt auf eine komplexe Map wie irgendeine Battlefield-Map beziehen, dann wird ein Panzerschuss natürlich von allen Gegenständen reflektiert, die auf dieser Map zu finden sind. Ihr seid auf Operation Firestorm, Panzer schießt links von euch und ganz viele kleine Gegenstände müssten, um den Sound originalgetreu wiedergeben zu können quasi. Die Engine hätte viel zu tun, nur allein um Sounds zu berechnen. Das ist einfach nicht möglich. Deswegen müssen die Spielehersteller quasi kleine Tricks anwenden. Die müssen direkt im Editor von ihrer Engine beim Erstellen des Spiels, beim Mappen der Objekte einstellen, was dies und dieses Objekt für einen Reflexionswinkel hat und wie stark es reflektiert. Genauso wie man quasi die Farbe und Dichte, irgendwas, Helligkeit, Kontrastverhältnis einstellt von irgendwelchen Objekten, muss man auch die Sounds damit einstellen bei solchen Objekten, alle, die man in der Map einbaut. Je komplexer diese Sound-Engine natürlich gebaut ist, desto besser ist die Ortung in Games. Ja, das war die Soundtheorie. Jetzt kommen wir zur Virtualisierungstheorie. Da fällt mir natürlich sofort 5.1 ein oder 7.1. Man sieht ja erstmal einen ganz normalen 5.1-Aufbau, den ich zusammengebastelt habe. Mit 5 Lautsprechern, das heißt 2 Front, 2 Rear-Lautsprecher, 1 Center und nochmal ein Blau hier, der Subwoofer. Tiefe Klänge werden nicht wirklich ortbar dargestellt. Das heißt, je tiefer ein Klang, desto weniger könnt ihr orten, woher er kommt. Deshalb kann der Subwoofer überall dort stehen, wo ihr wollt. Das heißt, ihr braucht ihn nicht vorne hinstellen, genau in die Mitte, sondern einfach rechts neben die Wand. Und solange euer Subwoofer gut genug ist und nicht so hohe Frequenzen darstellt, das heißt, alles ab 100 Hertz, ab 120 Hertz sollte der vielleicht nicht mehr darstellen, 140 geht auch noch. Ab da ist quasi die Ortung gewährleistet. Das heißt, solange der Subwoofer nur ganz tiefe Töne darstellt, ist die Ortung nicht da und ihr könnt ihn hinstellen, wo ihr wollt. Ja, das mal kurze Subwoofer-Theorie bei Surround-Systemen. Aber kümmern wir uns hier um Klang, das heißt, wir haben zum Beispiel eine Granate, die hinten links explodiert. Egal ob jetzt Film oder Spiel, es geht nur um die Theorie an sich. Das heißt, das hier ist der Sound, der von der Granate dargestellt wird und der kommt erstmal aus diesen beiden Hauptlautsprechern. Das sind die beiden, die den Sound am meisten darstellen. Natürlich wird aus jedem Lautsprecher was kommen, denn die ganzen Reflexionen sind ja auch noch da. Das heißt, es wird auch noch beim Front-Right-Lautsprecher ankommen, aber halt ein bisschen später, wie es ja sein muss und eben in anderem Frequenzgang. Und jeder wird angesprochen durch die Reflexion, ganz klar. Wenn ich diese ganzen Pfeile jetzt einzeichnen würde, dann sähe mein ganzes Bild komplett voll mit Pfeilen aus. Ja, das zur Theorie. Das geht ja mit 5.1 Lautsprechern ziemlich gut, so Positioning, Ortbarkeit und so. Stereo geht auch noch.
Na, das hier ist jetzt ein Stereo-System mit der Granate, dann kommt eben der Sound erst links und dann rechts. Das geht alles. So, jetzt hat man hier den symbolischen Aufbau eines Headsets mit in sich geschlossenen Ohrmuscheln, das heißt in sich geschlossenen Lautsprechern. Das heißt, der Klang links kommt ja nicht bei dem Ohr rechts an, da die Ohren ja abgeschlossen sind, die Ohrmuscheln. Aber genau das ist das Gute in Spielen und Filmen, denn dann kann man die volle Virtualisierungspower nutzen, da eben keine Diffusschallquellen da sind. Wenn ihr jetzt den fertig abgeschnittenen Sound von zum Beispiel Filmen habt, dann spielt ein Lautsprecher einen Sound ab und euer Raum reflektiert halt noch ein paar dieser Frequenzen und macht den Schall ein bisschen diffus und unortbar und so weiter. Und Headsets sind eben dadurch sehr gut, weil sie den Sound nicht durchlassen. Nichts kann reflektieren, nichts stört und genau das kann man dazu nutzen, die Soundortung, das Positioning noch besser zu machen. Ja, und deshalb müssen wir jetzt die vorhandenen Headsets mal angucken und gucken, was es dort für Headset-Arten gibt. Denn es gibt ja Stereo-Headsets, es gibt 5.1-Headset, 7.1-Headset und alle unterscheiden sich. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was ist denn das beste Headset für die beste Ortung. Ja, also Stereo-Headsets vertrauen darauf, dass die Ortbarkeit, das heißt diese Surround-Virtualisierung, nicht durch das Headset selber gemacht wird, sondern durch die Soundkarte, durch das Spiel. Das klappt auch wunderbar und ich werde gleich erklären, warum die anderen Technologien nicht so wirklich super sind. Es gibt zum Beispiel USB-Headsets wie das G35 von Logitech, was USB hat und dadurch quasi keine Soundkarte braucht. Das heißt, sie macht seine eigenen Surround-Virtualisierungen. Das ist ganz okay, klappt auch, ist aber halt nicht so gut wie eine wirklich dedizierte Soundkarte in eurem PC. Trotzdem kann man es gut benutzen. So, dann gibt es jetzt noch die echten 5.1 oder 7.1 Headset, die minimale kleine eingebaute Lautsprecher haben. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen, das heißt, es gibt zum Beispiel das Rocket Cave. Das hat in jeder Ohrmuschel drei kleinere Lautsprecher eingebaut. Einen vorne, einen hinten und einen in der Mitte. Und das soll quasi wie 5.1 wirken, weil eben Sounds von vorne kommen und von hinten kommen. Ja, das Problem dabei ist jetzt, dass ein Rocket Cave natürlich abgeschlossene Ohrmuscheln hat. Wenn wir uns jetzt immer das echte Surround-System angucken, dann habt ihr einen Lautsprecher vorne links, der spielt zum Beispiel einen Sound. Und das Signal kommt erst nur am linken Ohr, dann am rechten Ohr an. So, beim Rocket Cave habt ihr aber abgeschlossene Ohrmuscheln. Das heißt, der Sound wird links abgespielt, kommt aber nicht rechts an. Und dazu kommt jetzt noch das, was viele vergessen, diese kleinen Lautsprecher natürlich auch Platz finden müssen in so einer Ohrmuschel. Bei einem Stereo-Headset habt ihr in jeder Ohrmuschel einen großen Treiber, das heißt eine große Membran, die da auch reinpasst. Aber ihr kriegt nicht drei Membranen dieser Größe in so eine kleine Ohrmuschel rein. Das heißt, die Lautsprecher müssen kleiner werden und klingen dadurch nicht so gut. Ich hatte das Rocket Cave selber mal auf und habe es sofort wieder zurückgeschickt, denn diese Soundqualität ist einfach für mich selber nicht tolerierbar. Deswegen spricht meine Empfehlung klar gegen echte 5.1 oder 7.1 Headsets und klar für virtuelle 5.1 Headsets und klar auch für Stereo-Kopfhörer. Denn man kann sich eben entscheiden, ob man das von der Soundkarte alles brechend haben möchte oder vom Headset selber. Die unterscheiden sich nicht wirklich stark, aber eine gute Soundkarte würde natürlich das auch besser berechnen als so ein Headset. Deshalb kommen wir zu diesen genannten Soundkartentechnologien und da fallen einem natürlich sofort ganz viele Sachen ein, zum Beispiel CMSS 3D, Razer Surround, THX True Studio, SBX, Dolby Headphone. Irgendwas davon habt ihr bestimmt schon mal gehört und alles sind Technologien, um aus Surround Sound von Spielen oder von Filmen Stereo Sounde zu berechnen, also quasi ein Signal auf zwei Kopfhörern für Headsets runterzurechnen und dabei die Ortbarkeit beizubehalten. Ja, und da unterscheiden sich die Meinungen natürlich extrem, denn jeder findet irgendwie Technologie gut, nur muss man erstmal eine Übersicht haben, was es denn so alles gibt. Das Problem ist, viele klingen gleich, ähnlich oder was auch immer. Deswegen komme ich jetzt hier mal zu Beispielen. Ich werde eine Battlefield-Szene abspielen und einfach mehrmals aufnehmen. Das hier ist erstmal ganz normal 5.1 Sound. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, die ich jetzt auch jahrelang benutze. Ihr könnt keine Technologie benutzen und einfach in Windows 5.1 einstellen, im Spiel 5.1 einstellen und das alles auf Kopfhörer runterrechnen zu lassen in eurer Soundkarte. Jede Creative Soundkarte hat diese Einstellung auf Kopfhörer optimieren und dann wird einfach dieses Signal auf 5.1 runtergerechnet, ohne irgendeine komische Surround-Virtualisierung zu nutzen. Bei alten Soundkarten heißt sie noch CMSS 3D, dann kam irgendwas dazwischen mit THX, was weiterentwickelt worden ist von CMSS 3D. Und jetzt bei den neuesten Karten, zum Beispiel der Z-Serie oder der Recon-Serie, gibt es SBX True Studio. Das soll die beste Weiterentwicklung von CMSS 3D sein. Und diese beiden Sachen werdet ihr auch jetzt hören. Das heißt, ich habe jetzt mir eine Creative Z bestellt, nur um diesen Surround-Scheiß hier mal auszutesten. Und das hier ist erstmal die ganz normale Battlefield-Szene, ohne irgendwelche Virtualisierungen in Windows auf 5.1 gestellt, im Spiel natürlich auch Surround an. Aber Battlefield bietet ja auch eine Virtualisierung von sich aus an. Das heißt, ihr braucht gar keine Kopfhörer-Virtualisierung oder von der Soundkarte irgendwas, sondern das habt ihr direkt in-game schon. Das werde ich auch nochmal nachher abspielen, aber jetzt noch nicht. Deshalb, das ist erstmal deaktiviert, damit Windows ganz normal 5.1 Surround anhat.
So, ihr werdet jetzt in vier verschiedenen Samples hintereinander immer die gleiche Sache sehen, immer den gleichen Ablauf, aber halt mit verschiedenen Surround-Emulierungen. Das hier ist mir erstmal ganz ohne irgendetwas. So, das waren die vier Surround-Modi, die ich euch zeigen wollte. Das erste, ihr habt wahrscheinlich die ganzen Klangveränderungen gehört. Das erste klang ziemlich voll und dynamisch. Das zweite klang ein bisschen leiser, zum Beispiel die Surround-Lautsprecher waren leiser. Die hinteren Parts, da wo Phantom hinter mir langgelaufen ist, oder die XD-Nate hinter mir rechts, die war extrem leise, sage ich mal. CMSS 3D hat den Sound extrem blechern verändert. Das hat man ja gehört, dass das klang wie durch eine Badewanne, durch eine Alufolie und zwei Kissen hindurch. Ja, und SBX macht das Ganze ein bisschen besser. Es klingt ähnlich zu CMSS 3D, aber trotzdem besser. Wenn ihr euch jetzt aber die Ortung, jetzt kommen wir zum subjektiven Teil. Das heißt, je nachdem, was ihr für Headsets habt, was ihr für Lautsprecher habt, es klingt unterschiedlich. Deshalb müsst ihr jetzt für euch selbst entscheiden. Und das interessiert mich jetzt auch ziemlich stark. Das heißt, schreibt bitte mal in die Kommentare, welchen von den vier Sachen ihr am besten fandet. Rein von der Ortung her und natürlich vom Sound her. Da kann man, glaube ich, gar nicht argumentieren. Das erste klang einfach am vollsten, am besten, weil die anderen drei hatten halt Klangverzerrung, auch wenn das Battlefield-eigene Surround-Virtualisierungsprogramm sehr wenig verzerrt hat. Es war halt nur leiser. Ja, es gibt eben noch andere Surround-Sachen, zum Beispiel eben Dolby Headphone oder Razer Surround, wo ihr zum Beispiel auch Sachen testen könnt. Ihr könnt Razer Surround kostenlos runterladen als Software, dafür braucht ihr keine Soundkarte zur Abwechslung mal, könnt ihr auch mal testen. Auf jeden Fall gucken wir uns nochmal die ganzen vier, also gucken, ja, wir hören uns jetzt immer diese vier verschiedenen Stellen an, wo die Nate explodiert und Phantom anfängt zu schießen, so. Und vergleichen die einfach nochmal rein vom Dynamikspektrum her. Ja, als persönliches Fazit kann ich nur sagen, dass mir das ganz normale Downsampling von Windows bzw. von der Creative Sound Karte aus am besten gefällt, ohne irgendeine Virtualisierungstechnologie. Der Sound wird einfach von den anderen Sachen zu sehr ins Blecherne gezogen oder halt zu sehr, das Echo ist zu stark, bei den beiden Creative Sachen zum Beispiel und bei SBX. Das Battlefield-eigene geht auch klar, aber das ist eben je nachdem, was ihr für einen Kopfhörer habt, was ihr für ein Headset habt, klingt das eben gut oder auch nicht so gut. Ich komme mit dem ganz normalen am besten klar und das wird immer unterschätzt. Das heißt, die meisten denken sich, ja, boah, guck mal hier auf dem Headset-Shit drauf. Wow, guck mal, das hat 5.1, das hier hat 7.1, lass es mal kaufen, das ist bestimmt super. Ja, ein ganz einfacher Stereo-Kopfhörer oder Stereo-Headset ist immer noch am besten, finde ich. Aber trotzdem, das ist alles subjektiv. Wie gesagt, das müsst ihr alle selbst entscheiden, selbst testen, selbst hören. Nur dadurch kann man eben gucken, was für einen am besten passt. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, dann schreibt in die Kommentare. Ich schreibe immer gerne irgendwelche Antworten. Auch Fragen zu entweder diesen vier Sachen oder eben generell zu Headsets oder zu anderen Surround-Virtualisierungstechnologien. Schreibt es in die Kommentare, ich werde mir alles durchlesen.
Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte mal wieder euch halbwegs interessant ein paar Informationen geben und sonst wie immer bis zum nächsten Video.